So, da wären wir auch schon wieder. Oh, Fledermaus. Ich höre eine Fledermaus. Zack. Du vergiftest mich nicht. Das Ding. Okay. Weiter oben zielen. Weiter oben zielen. Dieses Vor- und Zurückspiel kann die Fledermaus irgendwie besser als wir. Da ist sie. Komm schon. Haha. Komm schon. Genau, da unten bist du gefangen. Und tot. Menno, also diese Fledermausen sind mit das Nervigste, was ich bisher gefunden habe. Aber ja, wir sind jetzt wieder da, wo ich sagte, dass ich hin wollte. Nämlich hier bei den Goblins. Also ja, wir können bei den grünen Goblins einfach mal reingucken. Wir müssen uns ja nicht denen anschließen oder irgendwas in der Richtung. So, ist überhaupt jemand zum Sprechen? Ah. Du schon wieder, was willst du? Ich würde gerne durch dieses Tor. Okay. Aber sei vorsichtig. Die grünen Goblins mögen es nicht, wenn jemand Unsinn anstellt. Okay. Also wir sollen hier wohl nichts stehlen. Das hätte ich so oder so nicht gemacht. Wir wurden gewarnt in diesem Zivilisationsbereich mit dem Ankh. Nix. Klauen. Was ist das da im Wasser? So eine Fontäne. Sehr komisch aus hier. Ein Pong-Pong. Soll das Wassertropfen sein? Ein Händler wäre schick. Und Goblins sind doch eigentlich ganz passend. So ein Goblin-Händler, so ein schmieriger. So, hier war der Eingang. Gucken wir jetzt mal hier hoch. Und wenn da nichts ist, dann müssen wir halt rechts lang. Oh, das sieht wichtig aus. Klick. Kopfkratz. Hallo. Hey, du bist kein Goblin. Warum bist du hier? Oh, ich wünsche mit dir zu handeln. Okay, was hast du? Ich hab das da. Und ich hätte gerne das da. Ich würde gerne dieses Angebot machen. Ja, getauscht. Alles? Haha. Da ist kein Platz. Da ist kein Platz. Nirgendwo ist Platz. Gut, tschüss. Okay, so geht tauschen. Ich würde gerne immer die maximale Anzahl aufheben. Und wir dürfen uns hier vom Boot schmeißen. Okay, wir müssen definitiv unsere Taschen umsortieren. Fackeln, alle dahin. Du dahin, kannst du nicht. Du dahin. Falsche Taste. Das da wollte ich. Genau. Das wollte ich nicht. Du dahin, du dahin. Warum kann ich die nicht stapeln? Ach so. Die einen sind länger runtergebrannt als die anderen. Das ist natürlich nicht gut. Was genau bist du eigentlich? Ach, keine Ölflasche. Okay. Wo habe ich das Gold jetzt hingesteckt? Da. Alles da rein. Und dann hier rein. So. Jetzt würde ich gerne nochmal tauschen. Komm mal her. Du hattest noch so ein Lederkäppi. Tauschen. Jetzt hat ein Lederkäppi die Schlinge und was zu essen. Okay, ich tausche Lederkäppi gegen 1, 2 Schlingen. Nein. 3 Schlingen. Nein. Eine Keule, 2 Schlingen? Ja, okay. Bye bye. So, also unser Käppi ist...
Serviceable. Der hier ist abgetragen. Aber oh, wir haben Platz gemacht im Inventar, das ist schon mal okay. Weiter gucken. Also gut zu wissen, dass hier schon mal ein Händler ist. Ich weiß nur nicht, ob die ab und an mal neue Sachen bekommen. Wenn nicht, wäre das ein wenig mau. Also du warst der, mit dem wir gesprochen haben. Ist hier noch irgendjemand? Jupp. Hallo, du. Du. Er will nicht mit uns reden. Kann er vor dir stehen? Nö, der mag uns einfach nicht. Nicht betreten. Okay. Also, hier stand nicht betreten dran, sondern an der roten Tür. Das sieht auch wie ein Schlafzimmer aus. Da ist noch eine rote Tür. Diesmal mit keinem Schild. Also, wenn ich von hier gekommen wäre, wüsste ich nicht, dass ich das Ding nicht betreten darf, richtig? Guck mal auf die Karte. Da nach Norden dürfen wir nicht. Hier nach Westen ist kein Schild. Nach Westen? Nach Westen geht's auch gar nicht. Okay, also ist eine vollkommen andere Tür. Dann ist ja gut. Klick. Klick. Ist ganz schön unübersichtlich hier bei den Goblins. Na, redest du mit uns? Ja. Lanugo. Du belästigst besser nicht den Boss, ha? Ja, nein, ist beides falsch bei der Frage. Ja. Oh, ein Klugscheißer. Einer von diesen Magiern. Denkst du, bist zu schlau für mich, eh? Vielleicht zu schlau für dich selbst. Na gut. Ich bin beschäftigt, Essen zu machen. Und dieses Du braucht Arbeit, weißt du? War wohl die falsche Antwort. Hallo? Was für Essen kochst du denn da? Etwas, was meine Mutter gemacht hat. Etwas vergammelten Wurm, zerhackt, mariniert in Wein mit Mushrooms. Hier, das Rezept. Danke. Vielen Dank. Angucken. Das Rezept für Wurmsuppe. Okay. Dahin. Was mit dir da hinten? Vernix. Ja. Also gegrüßt, Goblin Lord. Guten Tag, Eure Hoheit. Oder heil dem großen und mächtigen Herrscher über das große und noble Reich der grünen Goblins. Schaden kann's nicht. Ah, und er ist ganz schön eloquent. Ich suche Informationen. Oder ich habe lange gequestet, um von dem Springbrunnen deiner Weisheit zu trinken, o Perle unter den Königen. Oh, wie wahr. Ich bin doch schon ziemlich weise, nicht wahr? Was wünschst du von uns? Wir können ihn fragen, wie er zu dem Umhang gekommen ist, den er trägt. Er trägt wohl einen. Wir können über die Rassen im Abyss fragen, über Talismane und über Sir Kabirus, der das Unterreich hier gegründet hat. Oh, der Umhang sieht echt schön aus. Es steht mir, nicht wahr? Oh, ich habe ihn für mich selbst anfertigen lassen. Jemand findet nicht einfach solche Arbeit hier im Unterreich. Außer vielleicht vom Gebirgsvolk. Das Gebirgsvolk sollte weiter unten sein, richtig? Meinte der eine am Eingang jedenfalls, der Mensch. Aber ja, das Gebirgsvolk macht ein paar nette Dinge.
Aber sie machen eher Dinge aus Metall als aus Stoff. Oh, sehr schön. Eine Rüstung hätte echt was. So, Beinschoner sind ja auch schon wieder zerstört. Waren das Beinschoner? Ne, die Schuhe. Egal. Und natürlich die Seher. Die uralten, erleuchteten Seher des Mondgesteins, wie sie es selber nennen. Sie machen ebenfalls sehr gute Arbeit. Aber... Was? Aber sie scheinen eher gebildet, also Schriftgelehrte zu sein, als näher. Das war trotzdem keine Antwort. Wo kommt der verdammte Umhang her? Und diese Halle? Es ist sehr schön. Nun ja, man tut, was man kann. Natürlich sind diese grässlichen grauen Goblins... Also die haben das ganze gute Zeug genommen. Gerade nachdem Kabiros gestorben ist. Und seitdem müssen wir halt über die Runden kommen. Und irgendwann... werde ich etwas Gift in Ketchaval oder seine hässliche Frau kippen. Welches von beiden ist ziemlich egal, denn er ist ziemlich henpeckt. Er ist unter der Haube. Und dann werden wir schon sehen, was los ist. König der grauen Goblins, fürwahr. Also er will auf jeden Fall die grauen Goblins tot sehen. Und sein Vater war ein Pferdedieb und bla. Wie kann ich dir helfen? Erzähl mir etwas über diese Talismane. Du hast die Manieren einer Säureschnecke. Verschwinde. Oh, ich bitte um Pardon. Okay, also wir müssen uns tierisch beim Einschleimen. Ich wünsche nur einen kleinen Splitter deiner wahrhaft großen Weisheit abzubekommen. Ja, ich bin ziemlich weise. Ja, das bist du wirklich. Okay, wir dürfen nicht nach den Talisman fragen. Wer war denn Sir Kabirius? Kabirus. Du bist viel zu generös mit deiner Zeit. Das war auch falsch. Okay. Wieder einschleimen? Okay. Erzähl mir über die Rassen des Abyss. Und wir haben wieder keine Manieren. Ich suche Informationen. Okay. Also wir können nicht Kabirus fragen, wir können nicht Talisman fragen, wir können nicht Rassen fragen. Wir können nach dem Umhang fragen, aber das bringt uns nichts. Und diese Halle, die ist wunderschön.